Hey Leute, Retro Joes am Start und heute gibt's ein Community-Projekt. Ich habe mir eine Frage gestellt und zwar habt ihr doch sicher auch alle zwischendurch Bock, einfach mal alles hinzuschmeißen, sich eine einsame Insel zu suchen und da zu stranden. Aber was macht man da den ganzen Tag? Welche Games würde man mitnehmen auf eine einsame Insel? Das und viel mehr seht ihr gleich nach dem Intro. Und da bin ich auch schon wieder. Wie ihr seht, ich bin hier voll im Dschungel. Naja, eigentlich habe ich zwei Topfpflanzen auf den Tisch gestellt, aber es macht ja nichts. Fürs Flair und so, ihr kennt das. Ja, ich habe einen ganzen Haufen von meinen geschätzten YouTube-Kollegen gefragt, welche Games würdet ihr denn mitnehmen, wenn ihr auf eine einsame Insel auswandern oder stranden würdet oder wie auch immer. Die Regeln sind ganz einfach. Ein Retro-Game, ein modernes Game. Es darf gerne online-fähig sein und los! The Legend of Zelda A Link to the Past, ein absolutes Meisterwerk. Ich schwankte zwischen Super Mario World und dem hier. Aber dann hatte doch A Link to the Past die Nase vorn. Egal wie oft ich es schon gespielt hatte, es kam nie ein Abschnitt, durch den ich mich quälen musste. Als man sich am Anfang auf die Suche nach seinem Onkel macht, bis hin zum Kampf mit Ganon, fühlt sich jeder Durchgang besonders an und doch so vertraut. Die Dungeons und Bossgegner zählen für mich zu den besten, was die Zelda-Reihe hervorgebracht hat. Auch das Einsetzen der Items führt immer wieder einen neuen Impuls aus, so dass keine Langeweile eintritt. Die Musik könnte ikonischer nicht sein. Sobald sie aus den Boxen donnert, fühle ich sofort, dass ein Riesenabenteuer auf mich wartet, das ich immer und immer und immer wieder spielen kann. Mein modernes Spiel für die Insel wäre Minecraft. Ich war nie ein Riesen-Minecraft-Fan. Ich habe es zwar gerne im Koop mit meiner Freundin gespielt, haben uns eine Unterkunft gebaut, sind zusammen auf Erkundungstour gegangen, haben neue Rohstoffe entdeckt und probiert, wofür man sie einsetzen kann. Das hat alles schon Spaß gemacht, aber hinter Minecraft steckt noch so viel mehr. Durch Mods, Skins und Texturen lässt sich so viel Neues erleben. Welten von anderen erkunden, sei es eine futuristische Welt, ein wildes Tierparadies oder auch das Mittelalter. Aber nicht nur die verschiedenen Schauplätze machen es abwechslungsreich, durch Mods gehen Minecraft komplett in verschiedene Richtungen. Ein Mod ist aufgebaut wie ein riesen RPG, ihr nehmt eine Quest an, kämpft gegen Endbosse und bezwingt diverse Dungeons. Selbst ein Endzeit-Shooter ist hier kein Problem. Wollt ihr richtige Action, gibt es auch genügend PvP-Sachen. Nach und nach war für mich Minecraft immer mehr eine Option gegen Langeweile. Deswegen wäre es für mich perfekt für die Insel, da es so viel Abwechslung gibt und es nie langweilig wird. Hallo liebe Retro-Freunde und herzlich willkommen hier im vermutlich heißesten Game Room Deutschlands. Und bevor ich anfange, muss ich noch einen kleinen Schluck trinken. An der Stelle sage ich einmal Prost. Boah, wahnsinnig warm die Woche. Naja, zurück zur einsamen Insel. Und zwar ein Current-Gen-Titel und ein Retro-Titel waren die Vorgaben. Und ich mache es jetzt ganz kurz. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier noch zu Worte kommen. Mein Retro-Spiel, was ich natürlich mit auf eine einsame Insel nehme, ist natürlich Street Fighter 2. Hier einmal The World Warrior. Es kann für mich jede Variante von Street Fighter 2 sein. Wichtig ist ein Street Fighter 2, weil ich denke, dass Street Fighter 2 den höchsten Wiederspielwert hat, was so Retro-Spiele angeht. Also ich finde, man kann immer mal eine Runde Street Fighter spielen. Wenn nichts geht, das geht immer. Dann hat er noch gefragt, welches Current-Gen-Spiel ich so mitnehmen würde. Und da tue ich mich ein bisschen schwerer und ich kann natürlich jetzt schlecht sagen Street Fighter 5, ja, oder vielleicht Mortal Kombat 11 oder so, weil ich auch nicht unbedingt zwei Fighting-Games mitnehmen möchte. Deswegen nehme ich mit The Witcher 3 Wild Hunt, ja. In diesem Spiel habe ich ganz, ganz viele Stunden verbracht und ich kann einfach nur sagen, es macht super viel Spaß, es ist eine super schöne Landschaft, eine super lebendige Welt, in die man da abtauchen kann. Und The Witcher 3 gehört für mich zu den besten Spielen auf der PS4 und das nehme ich auf jeden Fall auch mit auf die einsame Insel. Und das soll mein Beitrag schon gewesen sein. Lieber Joe, ich wünsche dir einen schönen Sommer. Ja, mach's gut, wir sehen uns, bis dahin, ciao. Vanessa, was ist dein Lieblings-Retro-Spiel? Mein Lieblings-Retro-Spiel, das ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde, ist Dr. Mario. Egal welches Dr. Mario? Alle Dr. Mario. Am allerliebsten das N64 Dr. Mario, weil man da halt diesen Story-Modus durchspielt, aber eigentlich ist es völlig egal, Hauptsache Pillen stapeln. Und was ist dein
Current-Gen-Spiel, das du mit auf eine einsame Insel nehmen würdest, also wo du Stunden verbringen würdest, bis es geladen hat. Also da es ja auch online-fähig sein darf, ist mein aktuelles modernes Lieblingsspiel für die einsame Insel wäre PUBG. PlayerUnknown's Battleground. Einfach, weil wenn man kaputt geht, hat man was falsch gemacht. Es, ich finde es super realistisch, es ist nicht so was Abgehobenes, Futuristisches wie Apex Legends oder so ein Quatsch wie Fortnite. Es ist so ziemlich überall, wenn du kaputt gehst, hast du was falsch gemacht. Nee, aber bei Counter-Strike und so hieß es ja dann früher so, hast du gelackt und Interp und hast du Glück gehabt und keine Ahnung. Und bei PUBG ist es so, ja, bist du kaputt gegangen, bist du schlecht gelaufen, schlecht in Deckung gewesen, falsche Entscheidung getroffen, zu schlecht geschossen. Und das gefällt mir sehr. Ich habe früher professionell First-Person-Shooter gespielt und da PUBG gibt mir diesen Adrenalin-Rush. Ah, oh, noch 12 am Leben. Ja, ich krieg sie alle. Ja. Dr. Mario gibt mir diesen Adrenalin-Rush. Ah, noch drei Viren. Das waren unsere Spiele für die einsame Insel. Alt wie modern. Zwei Spiele, die ich auf einer einsamen Insel mitnehmen würde. Ein altes Spiel und ein Spiel der neuen Generation. Ja doch, da wüsste ich auf jeden Fall. The Legend of Zelda Link's Awakening für den Game Boy. Eines der Spiele, die ich am häufigsten bis heute durchgespielt habe. Ich mag diese Geschichte um Link, wie er auf dieser Insel die verschiedensten Instrumente aus dem Dungeons zusammensammelt, um den großen Windfisch aufzuwecken, damit dieser ihn von der Insel wieder nach Hause schicken kann. Eine sehr schöne Geschichte, die jetzt im September für die Nintendo Switch neu veröffentlicht wird. Und ich kann dieses Spiel auf jeden Fall jedem wärmstens empfehlen, der es noch nicht gespielt haben sollte. Und falls jemand das lange nicht mehr gespielt hat, macht das auf jeden Fall, legt es mal wieder ein. Ja, das Spiel der neuen Generation habe ich jetzt quasi nicht in physischer Form hier. Ich habe das Spiel Ark Survival, was als erstes auch auf einer Insel stattfand oder auf mehreren Inseln stattfand, sehr lange gespielt. Mir hat das sehr gut gefallen. Man wacht auch auf in dieser Dinosaurierwelt. Wir haben, mein Kumpel und ich, damals auf Herbivore Island unsere erste Basis gebaut und hatten viel Spaß in Ark. Gibt es auch verschiedene Ports für die Nintendo Switch, für die Xbox, für die PS4 und aber wie gesagt, am meisten habe ich es auf dem PC gezockt über Steam, deswegen kann ich es euch leider nicht in physischer Form zeigen. Ich denke mal, ich werde es mir aber auch nochmal für eine Konsole holen, einfach des Sammels wegen, ich denke mal für die Switch, auch wenn der Port nicht so gut sein sollte, aber nichtsdestotrotz, diese beiden Spiele kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kurze Clip gefallen und viel Spaß damit. Hallo meine lieben Zockerfreunde, ich bin SamZ, hier mein Beitrag dazu. Viel Spaß. Urlaubszeit ist Sommerzeit. Nein, Sommerzeit ist Urlaubszeit. So, das erste Retro-Spiel ist für den Gameboy. Ich werde also meinen Gameboy mitnehmen. Muss einfach sein, da gibt es ein Spiel, was man immer spielen kann, jahrelang, und es wird einfach nie langweilig. Der ein oder andere ahnt es wahrscheinlich schon. Es handelt sich um Tetris für den Game Boy. Das nehme ich mit auf die einsame Insel. Das Spielprinzip ist zeitlos. Ich liebe Tetris einfach über alles. Das war mein allererstes Gameboy-Spiel. Das nehme ich mit auf die Insel.
um immer weiter meinen eigenen Highscore zu knacken. Und ihr wisst ja, Tetris für jede erdenkliche Konsole-Plattform erschienen. Du kannst Tetris auf dem Toaster spielen, auf der Mikrowelle, überall Tetris. Also ich liebe Tetris, das nehme ich als Retro-Spiel mit auf die einsame Insel. Mögen Sie eine Muschel probieren, heute frisch eingetroffen. Nein. Dann ein aktuelles Spiel, da nehme ich meine Nintendo Switch mit. Und folgendes Spiel, ich habe Glück gehabt, dass das noch vor meinem Inselbesuch erschienen ist. Es handelt sich um Mario Maker Teil 2. Kann man genauso unendlich lange spielen. Ich finde diesen Titel richtig, richtig geil. Also wir haben laut Retro Joe auch, ja, wie heißt das hier? Internet auf der Insel. Also wir können auch online spielen. Da fiel die Wahl dann ganz klar auf dieses Spiel. Unendlich viele Level und auch das Bauen. Da kann ich Wochen und Monate mit verbringen. Also da kann die Reise ganz schnell losgehen auf der einsamen Insel. Mario Maker 2, richtig, richtig cooles Spiel. Selbst wenn man keine Level bauen kann oder möchte, das Spiel bietet einfach so viel Stuff. Ja, für mich das optimale Mario Game überhaupt. Also meine Wahl für das moderne Spiel, für die einsame Insel, Mario Maker 2. Lass die Reise losgehen. Ich setze mich in mein Boot, fahr schon mal los. Vielleicht treffen wir uns da. Ach nee, ist einsame Insel, das geht nicht. Bis dann, ciao, DMZ. Hey Leute, einen wunderschönen wünsche ich euch. Ich bin der Kurujin und dies sind meine beiden Spiele für die einsame Insel. Das erste Spiel im Bunde ist Klonoa, Daughter of Phantom Mine für die PlayStation 1. Ein kunterbunter 2,5D-Plattformer, bei dem man Klonoa auf eine Reise begleitet, um die Sängerin Lefis, die von den Bösen entführt wurde, zu befreien. Das Spiel ist in verschiedene Levels unterteilt und in diesen muss sich Klonoa gegen kleinere, größere, aber auch gegen mächtige Bosse zur Wehr setzen. Klonoa ist ein etwas unbekannterer Titel, macht mir aber auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich kann es jedem Plattformer-Fan ans Herz legen. Und durch seine kunterbunte Präsentation passt es natürlich auch zum Urlaub auf einer einsamen Insel. Das zweite Spiel ist etwas für die längeren Abende auf der einsamen Insel, nämlich Octopath Traveler, ein JRPG, welches den Retro-Flair altbekannter 16-Bit-Rollenspiele sehr gut einfängt und in die Moderne überträgt. Bei Octopath Traveler sucht man sich einen von 8 Charakteren aus, die jeweils einen eigenen Storystrang haben, die aber irgendwie miteinander verwoben sind. Das ist ein sehr interessantes Konzept, wie ich finde, und ich kann es auf jeden Fall jedem JRPG-Fan ans Herz legen. Dies waren meine beiden Spiele für die einsame Insel. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Urlaub. Hallo Leute, ich bin der Lukas Artsammler und ich darf heute meine beiden Games, einmal ein Retro-Spiel und ein modernes Spiel, hier vorstellen, welche ich mit auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Kurz zu mir, ich bin Max, bin knapp 30 Jahre alt und bin mit dem Genre Point-and-Click-Adventure aufgewachsen. Besonders mit der Spielefirma Lucas Arts, welche es leider nicht mehr gibt, aber die mir den Weg zum Zocken geebnet hat. Mein erstes Game war Indiana Jones and the Fate of Atlantis, dieses möchte ich aber nicht vorstellen. Mein Retro-Spiel, welches ich mitnehmen würde, wäre Monkey Island 2. Dieses Spiel könnte ich 10.000 Mal spielen und es wäre nie langweilig. Es macht Spaß, es hat wirklich geniale Witze und ist eine Art Weltkulturerbe für Adventure-Fans. Ich habe gelernt, wie man eine Crew zusammenstellt, um dann ein Schiff zu chartern, doch bevor man die Insel verlassen kann, eine Voodoo-Puppe bastelt, um den Bösewicht der Insel zu besiegen und deshalb die Zutaten benötigt, welche aus einem Knochen des Großvaters, ein Stück Haar, etwas Spucke und ein weißes Hemd aus der Reinigung benötigt. Historisch wissen wir alle, Reinigungen gab es in der Karibik noch nicht, aber Träumen gehört ja mit dazu. Ich habe gelernt, wie man aus einem Kerker entkommt, wie man Notlügen verwenden muss, nur um an ein Stück Karte von einem Schatz zu kommen. Ja, Monkey Island 2 wäre da für mich ein Retro-Spiel, was ich mitnehmen würde. Dieses Spiel macht mich zum Überlebenskünstler auf einer einsamen Insel. Kommen wir nun zu dem modernen Spiel. Das war äußerst schwierig, denn mir fiel erst keines ein, bis ich an Watch Dogs denken musste. Jetzt fragt ihr euch, was? Damit kannst du deine Zeit auf einer einsamen Insel verbringen? Oh ja, ich liebe es einfach, nur das Spiel einzulegen und dann genüsslich ein Bier zu zwitschern und dann lässig durch die Stadt zu fahren, ohne einen Job zu erledigen. Ich sag euch, es ist so entspannt,
sich einfach nur mal an die Regeln zu halten. Besonders einfach mal an der roten Ampel zu halten oder nur stupide die Straße im Schneckentempo lang zu fahren. Es ist mega befreiend und macht wirklich Laune. Man muss dazu aber auch wirklich die passende Stimmung dazu haben. Aus diesem Spiel nehme ich eigentlich ja nur die Entspannung mit und träume von Städten, wo man langfährt, ohne dass man einem ja wegen zu hohen Alkoholwertes den Führerschein wegnimmt. In dem Sinne, Prost, Leute! Hey Leute, oh, ihr habt mich gefunden. Der Joe schickt euch, ne? Die Spiele für die einsame Insel. Da seid ihr bei mir genau richtig. Ich bin gestern hier gestrandet. Oh Mann, ich habe schon meinen Speer gemacht. Kennt ihr das? By the Forest. Super, super, super Spiel. Ich habe so viele Stunden darin verbracht. Und genau das hilft mir jetzt. Ich habe schon meinen Speer vorbereitet. Mein Messer habe ich dabei. Meine ultra coole Kokosnusstasche, die ich extra umgebaut habe. Da habe ich alles drin, was ich hier brauche zum Überleben. Und ich sag euch eins. Für die einsame Insel, The Forest, das Allerbeste. Man kann hier einfach alles erleben. Man kann Monster jagen, von ihnen gejagt werden, sich tolle Häuser bauen. Es ist so toll. Und ich muss jetzt auch wieder los. Ich höre schon, die nächsten Angreifer kommen. Ich muss schnell weg. Zehn Jahre später. Da seid ihr ja schon wieder. Mensch! Ja, The Forest ist vorbei. Ich habe mich hier richtig gut eingelebt. The Forest hat mir dabei geholfen. Und was soll ich sagen? Harvest Moon. Back to Nature. Für die PlayStation 1. Ich liebe es. Ich kann angeln. Genauso wie dort. Es ist einfach super. Leute, wenn ihr ein Spiel sucht, was euch immer Freude bereitet, Harvest Moon. Back to the Nature. Ich bin froh hier auf meiner Insel und ich werde jetzt hier noch die weitere Zeit meines Lebens genießen. Schön mit Ö. Aloha Videospielfreunde, auch ich bin urlaubsreif und bereit für die einsame Insel. Das Hawaii-Hemd passt, der Strohhut sitzt gut, der Koffer ist gepackt, wobei noch nicht ganz, denn die zwei Spiele, die ich noch einpacken darf, ein aktuelles Spiel und ein Retro-Game, sind noch nicht im Koffer, denn ich möchte sie euch zeigen. Ich habe lange überlegt, ihr seht es ja selbst, die Auswahl fällt mir ziemlich schwer, welche Spiele ich mitnehme. Wenn ich ganz ehrlich bin, war allerdings am Ende die Entscheidung relativ einfach für mich, denn ich habe die sichere Variante gewählt und zwei Titel mitgenommen aus zwei meiner absoluten Lieblings-Videospielreihen überhaupt. Als aktuelles Spiel, wie sollte es anders sein, habe ich mich für einen Zelda-Titel entschieden und die Leute, die mich kennen, wissen, was jetzt kommt. Ich habe gewählt für die Nintendo Switch Zelda Breath of the Wild. Keine Sorge, ich nehme natürlich nicht die komplette Limited Edition mit, sondern natürlich nur die Cartridge. Warum habe ich mich für Zelda entschieden? Die Entscheidung ist relativ einfach. Ich habe alleine 120 Stunden bislang in Zelda verbracht, könnte locker noch 40 bis 60 weitere investieren, um ganz grob das zu schaffen, was ich mir für das Spiel vorgenommen habe. Ich habe bei mir in der Freundesliste auf der Nintendo Switch sogar eine Gamerin, die sage und schreibe 640 Stunden in den Spiel bislang investiert hat, denn sie sucht jeglichen Krogsamen und das dauert seine Zeit. Ich habe total Lust, dieses Spiel nochmal durchzuspielen, diesmal komplett andersrum, als ich es beim ersten Mal gemacht habe. Und ich finde, nicht nur, dass die Welt wunderbar ist, das Gameplay und die Story. Ich finde tatsächlich, das ist das erste Zelda-Spiel, was man optimal auch zwischendurch spielen kann. Einfach mal so 20, 30 Minuten irgendwie Blödsinn in der Welt machen und dann ist auch gut. Deswegen entscheide ich mich als aktuelles Spiel für Zelda Breath of the Wild für den Nintendo Switch. Was das Retro-Spiel angeht, so habe ich mich wirklich innerhalb von Sekunden entschieden. Denn ich habe einen Titel gewählt, der zu meinen liebsten Spielen aller Zeiten gehört. Die Rede ist von Fire Emblem für den Game Boy Advance. Insgesamt ist das der siebte Teil der Reihe. Alle sechs Vorgänger sind komplett Japan-exklusiv erschienen, bis endlich mit diesem Spiel das erste Fire Emblem in den Westen gekommen ist. Ich persönlich liebe diese Videospielreihe. Das liegt vor allem daran, weil ich ein großer Rundenstrategie-Fan bin. Ich mag das Spielprinzip total und finde es extrem entspannt, was das Spiel für mich perfekt macht für die einsame Insel. Des Weiteren bin ich ein großer Fantasy-Fan und alle Fire Emblem-Spiele sind im Fantasy-Setting angesiedelt. Was das Ganze allerdings für mich so besonders macht, ist zum einen die Story. Die ist wirklich wunderbar, ganz klassisch gut gegen böse, allerdings mit ein, zwei richtig tollen Twists dabei. Vor allem, was ich aber an diesem Spiel so dermaßen liebe,
sind die drei Hauptcharaktere in Persona, Elliewood, Lynn und Hector. Ich nenne sie immer mal wieder gerne, wenn es um die liebsten Videospielcharaktere aller Zeiten geht. Kurzum, ihr merkt es schon, ich liebe dieses Game. Wie gesagt, es gehört zu meinen liebsten Spielen aller Zeiten. Dementsprechend habe ich mich im Retro-Bereich entschieden für den Ableger, für den Game Boy Advance, Fire Emblem. Jetzt aber genug gequatscht. Ich muss los, meinen Flieger erwischen. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Sommer. Haltet euch kühl. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder hier auf dem Kanal vom Retro Joe. Macht es gut. Euer Mitron. Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen und natürlich hallo lieber Retro Joe. Retro Panda ist hier und bei diesem super Video will ich natürlich auch mitmachen. Und zwar geht es darum, die zwei Spiele für eine einsame Insel, einmal Retro, einmal modern. Fange ich mal gleich mit dem Retro-Spiel an, ohne lange vorher zu reden. Und zwar Link's Awakening für den Game Boy. Es ist einfach mein liebstes Retro-Spiel und für so eine einsame Insel will man natürlich auch ein Spiel haben, womit man sich so einige Zeit mit beschäftigen kann. Das Spiel hat man zwar nicht relativ zügig durch, aber nach einiger Zeit hat man es natürlich durch. Aber es gibt da so viele Kleinigkeiten noch zu entdecken und Kleinigkeiten zu optimieren. Hat man alle Herzteile und so weiter und so weiter. Man kann sich dann auch natürlich selber Challenges setzen. Wie schnell schaffe ich das jetzt alles abzuarbeiten? Es ist einfach ein herrliches Spiel. Der Charme ist einfach wunderbar. Und obwohl es nur monochrom ist, ist es einfach nur fantastisch und versprüht so ein wirklich, ach, man macht's an, man hört die Musik und es geht einem sofort gut. Und was will man auf einer einsamen Insel mehr, oder? Natürlich ist das jetzt hier das Original für den Game Boy. Es gibt natürlich auch noch eine Link's Awakening DX Variante, die wäre vielleicht sogar etwas besser, weil die nur etwas erweitert ist, wobei dann da natürlich der gute Meerjungfrauenwitz etwas untergegangen ist oder rausgekürzt wurde. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf das Remake, was jetzt dieses Jahr noch herauskommen sollte. Nintendo hat es einfach halt anscheinend auch erfahren oder mitbekommen, dass es der beste 2D-Zelda-Titel ist, den es gibt. Vielleicht sogar der beste Zelda-Titel. Kommen wir zu dem modernen Spiel und ganz, ganz neu ist das jetzt auch nicht, aber auch nicht uralt. Und zwar war ich sehr erfreut zu erfahren, dass das Spiel auch Multiplayer-fähig ist. Denn was moderne Spiele angeht, da spiele ich hauptsächlich Multiplayer-Spiele auf dem PC und mein absoluter Dauerbrenner schon seit Jahren ist Dota 2. Das ist eins dieser MOBAs. Ich kann jetzt leider keine Packung oder sowas in die Kamera halten, weil es ist nur digital erhältlich, es ist Free-to-Play. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon über dieses MOBA-Genre mal gehört, das war vor ein paar Jahren war das der große Hype. League of Legends gibt es da zum Beispiel als großen Vorreiter und natürlich Dota 2. Herrliches Spiel. Für Anfänger ist es wirklich nicht sehr einfach, da reinzukommen. Da ist einfach, ja, die Community hat den Ruf, sehr toxisch zu sein und die Lernkurve ist natürlich sehr, sehr steil. Am Anfang muss man sich da sehr, sehr stark reinarbeiten. Wenn man da erstmal drin ist, also mich packt es einfach und lässt es nicht mehr los, obwohl es eigentlich vom Spielprinzip ja immer dasselbe ist. Also im Prinzip, ihr habt fünf Helden, jeder von einem Teammitglied gespielt natürlich, logischerweise. Es spielen fünf Leute gegen fünf Leute. Es gibt zwei Seiten. Die Karte ist so Pi mal Daumen gespiegelt, dass es daher auch fair ist. Und dann habt ihr drei sogenannte Lanes. Und da laufen sogenannte Creep Waves, also ganz normale Monster, die nichts viel aushalten lang. Und ihr müsst halt in eurer Lane einfach dabei sein und natürlich gegen die anderen durchkämpfen, bis ihr denn euch zu der Basis des Gegners vorarbeitet und die dann halt zerstört. Ich weiß, es klingt jetzt etwas sehr dubios und ich kann das auch nicht so gut erklären. Guckt euch einfach mal Videos an. Es macht wirklich Spaß und das MOBA-Genre ist auf jeden Fall noch nicht tot. Ich habe da mittlerweile über 3000 Stunden verbracht und es wird immer noch nicht langweilig, weil halt immer neu dran gearbeitet wird. Und nicht zuletzt, es gibt auch Mods dazu, wie das herrliche Dota 2 Auto-Chess, was das momentan relativ populär ist. Das heißt, selbst wenn ich keinen Bock mehr auf das Standard-Gameplay habe, kann ich noch auf die Mods zugreifen und hey, was will man an Abwechslung mehr? Also, ich wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Videos und danke, danke Joe auch für diese tolle Videoidee. Macht's gut, tschö! Hi Leute, hier ist der Pixel-Ami und der Retro-Joe hat mich gefragt, was würde ich mitnehmen auf einer einsamen Insel? Tja Leute, was würde ich dann mitnehmen? Das gucken wir mal. Ich bin jetzt mittlerweile auf einer einsamen Insel und habe eine kleine Schatzkarte. Und ich bin schon mittlerweile an diesem Kreuz angekommen. Und da wollen wir jetzt mal nachschauen, was da ist.
Wo ist es? Da vorne ist es. Ah, es ist Kreuz. Dann wollen wir mal gucken, was da drin ist. Hier haben wir doch was. Hier haben wir doch was. Ja, ihr habt es ja gesehen, ich habe es jetzt ausgebuddelt. Ich würde mitnehmen als Retro-Game. NHL 94, das habe ich früher als Kind extrem viel gesuchtet. Sportspiele, sag ich mal, sind ja auch so, dass die nicht unbedingt nach der Zeit langweilig werden, sondern es gibt keine Story, das kann ich immer wieder und immer wieder spielen. Ja, und ich denke mal, ja, das würde ich auf jeden Fall für mein Retro-Spiel raussuchen. Ihr seht es ja mittlerweile, ich bin nicht auf einer einsamen Insel. Ich bin in Bremerhaven, direkt am Strand. Ja, dann können wir auch mal ein bisschen hiervon zeigen. Was würde ich mitnehmen als neues Game? Neues Game würde ich dann vielleicht doch auch was mit Story mitnehmen, damit man eine längere Zeit auch was zu tun hat. So, und als Story-Game würde ich mitnehmen Fallout 4. Das ist ein Spiel, das habe ich bestimmt schon 6-7 Mal durchgespielt und immer wieder was Neues dabei war. Und ich würde auf der einsamen Insel dieses Spiel machen. Also, Fallout 4 für die neue Generation und NHL für die Retro. Und ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Und ich werde jetzt wieder nach Hause und wieder mich vor meinem PC oder vor den Konsolen setzen und wieder weiter spielen. Und weg von der einsamen Insel. Ich will gar nicht auf eine einsame Insel. Ich habe zu viele Spiele, um zu spielen. Ciao, ciao. Josen mit Josen, euer Ree hier, und ich freue mich. Der Retro Joe hat eingeladen und ich freue mich über die Einladung hier, dass ich ein Teil dieser Compilation sein darf auf seinem Channel. Es geht nämlich darum, zwei Spiele. Welche zwei Spiele würde man mitnehmen, wenn man auf eine einsame Insel geht? Ja, also es sollte was Neueres sein und etwas Älteres. Ich fange mal mit dem etwas Älteren an, und zwar hätten wir da zum einen für die SNES Parodius. Ja, Parodius gibt es ja auf etlichen Plattformen, sei es dem Game Boy, sei es dem Saturn, sei es dem der PS1, also so ziemlich auf allen Plattformen. Und wer Parodius nicht kennen sollte, ist ein richtig, richtig lustiger Cute-em-up, nenne ich es mal, ne? Oder nennt man es, denn es ist ein Shoot-em-up, es ist ein horizontaler Shoot-em-up, aber die ganzen Charaktere, die ganzen Bosse, die ganzen Gegner in dem Spiel, die sind alle so ein bisschen auf süß gemacht und so. Und cute ist ja das englische Wort für süß, ja. Also ein süß-em-up, so auf Deutsch gesagt, so. Ja, cute-em-up. Ja, und ich habe das bis heute noch nicht durchgespielt auf dem Super Nintendo. Habe ich überhaupt? Ich glaube, auf dem Game Boy habe ich das mal durchgespielt. Aber nur, weil ich es auf dem Retron gespielt habe und Save States hatte. Aber ja, auch deswegen. Dann hätte ich nämlich mal ein Spiel dabei, was wo ich wirklich mir Mühe geben müsste und lange wahrscheinlich dran knabbern würde, bis ich das durchgespielt hätte. Ja, das war mein Old Game, und jetzt kommen wir zum New Game. Gut, das New Game ist zugegebenermaßen auch nicht wirklich mehr ein New Game. Es hat 9 Jahre auf dem Buckel, aber es ist auf einer aktuellen Konsole, nämlich der Switch, zuletzt rausgekommen. Soweit ich weiß, ja, PS4 und dann die Switch, ja. Und es ist bis heute mein Favorite Game ever. Der eine oder andere kann sich schon vorstellen. Simple Sache. Mein Evergreen forever. Skyrim, ja. Skyrim ist für mich einfach eins dieser Games, das einzige Spiel, das mich immer noch, wenn ich es jetzt reinwerfen würde, richtig in seine Welt fesselt, ja, und es ist wie ein Film, den man im Fernsehen sieht, der
den man schon 100-mal gesehen hat, aber wenn er läuft, dann schaut man ihn, dann spielt man das. Ja. Und so geht's mir mit Skyrim. Und der ganz, ganz große Faktor auch, was mich an dieses Spiel bindet, ist die Musik, ist die Spielmusik. Es gibt ein gewisses Stück in diesem Game, das nennt sich Kain's Peace. Ja? Und bitte, sollte ich mal abdanken von dieser Welt, das bitte an meiner Beerdigung spielen. So ein herzergreifend, das ist, zieht mir die Seele aus dem Leib, jedes Mal, wenn ich es höre. Und nicht nur das, auch sehr, sehr viel andere Musikstücke in dem Spiel sind einfach nur, boah. Ja, ich habe bis heute noch nichts Vergleichbares gehört. Also an die Macher der Soundtracks, mega geil. Wer sonst Skyrim jetzt nicht kennt, es ist ein First-Slash-Third-Person-Action-Adventure-RPG, kann man es nennen. Man kann sich leveln. Es spielt in einer mittelalterlichen Fantasiewelt. Es ist auch an für sich endlos. Ja, also wenn man wirklich alles, wenn man das Spiel zu 100% durchspielen möchte, pff, mega krass. Klar, grafisch-technisch auf der Switch natürlich, hält gut mit, auf jeden Fall mit der PS, also es ist, ich würde sagen, etwas zwischen PS3 und PS4-Version. Ich bin kein PC-Gamer, ich habe schon gesehen auf dem PC, was man da mit Mods so anstellen kann mit dem Spiel, absolut, absolut krass, ja. Einfach nur krass und ich freue mich schon auf das nächste Elder Scrolls. Ja, mein Forever Number One wahrscheinlich. Skyrim und das alte Spiel nochmal hier, Parodius. Also die zwei Games wären mit mir am Schlüssel, wenn ich auf eine einsame Insel müsste. Hi, ich bin der SNES Maniac und natürlich habe auch ich euch zwei fantastische Spiele für den Urlaub mit in euer Reisegepäck gepackt und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, in Entenhausen kann es ganz schön langweilig sein. Das denkt sich auch der gute Donald Duck, weshalb er beschließt, seinem neuen Hobby als Detektiv nachzugehen. In Donald in Maui Mallard verschlägt es den Erpel auf ein malerisches, aber auch mit allerhand Gefahren gespicktes Island. Bewaffnet mit Hawaii-Hemd und einer Insektenkanone versucht der Detektiv, das Verschwinden einer Statue aufzuklären. Dabei kann er sich sogar in ein Ninja verwandeln, was für jede Menge Abwechslung im Gameplay sorgt. Der leider viel zu wenig bekannte Action-Plattformer begeistert mit detaillierten Animationen, feinster Cartoon-Grafik und einem stimmungsvollen Soundtrack. Durch das frische Südsee-Setting hebt sich das Spiel nicht nur vom gängigen Einheitsbrei ab, nein, ich behaupte sogar, dass es kaum ein anderes Spiel der 16-Bit-Ära gibt, das derart viel Urlaubsfeeling versprüht. Also, wenn ihr es noch nicht kennt, schaut's euch auf jeden Fall mal an. Kein Bock auf einen Pauschalurlaub am Strand? Wie wär's dann mit einem kleinen Survival-Trip in die Wildnis? Unser Protagonist Henry braucht dringend mal eine Auszeit von allem. Darum verschlägt es ihn im Sommer 1989 nach Wyoming, wo er einen Job als Ranger in einem Nationalpark annimmt. Seine Aufgabe ist es, nach Brandherden Ausschau zu halten. Sein einziger Kontakt ist seine Kollegin Delilah, mit der er sich über Funk verständigt. Allerdings kommt es bald zu mysteriösen Ereignissen und die mit vielen Wendungen gespickte Story nimmt ihren Lauf. Spielerisch ist Firewatch nicht sonderlich anspruchsvoll, denn es handelt sich hier um einen Walking-Simulator. Aber hey, im Urlaub darf es ja ruhig mal etwas entspannter zugehen. Womit Firewatch aber punktet, ist seine wahnsinnig dichte Atmosphäre, die einen sofort gefangen nimmt. Das Spiel ist wie eine spannende Lagerfeuergeschichte an einem lauen Sommerabend. Also mich hat es definitiv gepackt. Okay, das war's dann auch schon von mir. Ich gebe ab an wen auch immer jetzt nach mir drankommt. Und einen schönen Urlaub wünsche ich euch. Zwei Spiele für die einsame Insel. Tja, das ist schwer. Das erste, das Retro-Spiel, ja. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Wahl getroffen. Und zwar, gut, ich habe ein wenig geschummelt, aber lass mir das mal gelten. Sonic 3
and Knuckles. Und zwar ist das Sonic 3 Modul auf das Sonic and Knuckles Modul gesteckt, was eigentlich das wahre Sonic 3 ergibt. Denn Sonic 3 wurde, wenn ich mich richtig erinnere, 1994 herausgebracht. Und es war, wenn man so will, nicht ganz fertig. Man kann es quasi spielen als eigenes Spiel, aber es endet irgendwie mit einem Cliffhanger. Es waren Areale drin, die man eigentlich nicht begehen konnte, weil nämlich eine Spielfigur fehlte. Dann kam etwas später Sonic & Knuckles, was quasi die zweite Hälfte war. Auch Sonic & Knuckles kann man irgendwie als eigenständiges Spiel spielen, aber erst beide kombiniert. Nämlich mit den Leveln von Sonic 3 und danach kommen die von Sonic & Knuckles, ergeben das richtige Spiel. Außerdem gibt es da noch ein paar Features. Man kann die Levels zum Beispiel mit Knuckles spielen, die alten Levels aus Sonic 3. Und damit werden die, habe ich ja eben gesagt, die Gegenden, die nicht begehbar waren, endlich begehbar. Außerdem kann man nicht nur 7 Chaos Emeralds einsammeln, nein, man kann danach nochmal 7 Emeralds einsammeln. Beim ersten Mal in der ersten Hälfte des Spiels kann man sich in Super Sonic verwandeln oder in Super Knuckles, leider nicht in Super Tails. Wenn man dann nochmal 7 weitere gesammelt hat, verwandelt man sich sogar in Hyper Sonic oder Hyper Knuckles und dann auch Hyper Tails. Ach ja, und natürlich, wie ihr euch das wahrscheinlich denken könnt, hat man 3 verschiedene Spielfiguren. Sonic, Knuckles und Tails. Man hat sogar 4 verschiedene Kombis, denn man kann es mit Sonic und mit Tails gleichzeitig spielen. Gut, gleichzeitig ist übertrieben, Tails läuft einem halt hinterher. Also das Spiel hat Umfang, es hat sehr, sehr, sehr viele Levels, man kann zwischendurch speichern, es gibt viele Extras. Ja, man kann viel erkunden. Durch die Emeralds hat man Wiederspielenswert. Man hat, wie gesagt, 3 verschiedene Spielfiguren. Da hat man ordentlich zu tun. So, mein modernes Spiel für die einsame Insel ist Dark Souls 3. Viele sagen, Dark Souls 3 ist so eine Art, ja, Best of Dark Souls. Ich finde, bis zu einem gewissen Grad stimmt das, aber ich finde, das ist nichts Negatives. Dieses, ach, das ist nur ein Best of Dark Souls, das kommt immer, ah, das hat so negative Vibes, das gefällt mir nicht. Nein, ich finde das gut. Also, es hat auch eigenständige Sachen, es hat tolle Ideen, es ist relativ hübsch, es ist schneller als die anderen Dark Souls, das hat es sich von Bloodborne abgeguckt, wenn man so möchte. Es ist wieder sehr umfangreich, es bietet mehrere Enden, wiederspielenswert, mehrere Klassen. Ja, was soll man sagen? Es ist Dark Souls. Es hat tiefes, geiles Gameplay. Auch wenn man bei einer Klasse bleibt. Es gibt so viel Builds, so viel Ausrüstung, Zaubersprüche und Skills, die man kombinieren kann. So viel Bosse, an denen man seine Fähigkeiten testen kann. Dark Souls 3, ich glaube, damit kann man sich vielleicht nicht unbedingt ein ganzes Leben lang beschäftigen. Aber schon sehr, sehr, sehr lange. Wenn man damit durch ist, kann man ja Sonic 3 und Knuckles nochmal spielen und dann nochmal Dark Souls 3 mit einer anderen Klasse. Also wenn ich mal strande auf einer einsamen Insel, hoffe ich, dass ich diese beiden Spiele dabei habe. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Nee, Moment, wo bin ich denn hier gelandet? Ach ja, stimmt, genau. Der gute Retro Joe hat zu einer kleinen Geschichte aufgerufen. Spiele für die Insel. Und zwar sollten wir uns ja ein Retro-Spiel und ein aktuelles Spiel raussuchen, was wir uns vorstellen könnten, was wir mit Strom mit auf die Insel nehmen würden. Fiel mir gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für mich als Rollenspieler, Schrägstrich Sandbox, Liebhaber, jetzt liegt schon fast auf der Hand, was da wohl kommen könnte, ging es dann doch letzten Endes nur in eine Richtung. So. Für die aktuelle Konsolengeneration der PS4 kann ich schlicht und ergreifend einfach nur sagen, Minecraft, 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 Minecraft. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Stunden ich während meinem Studium, oder eher gesagt in der Zeit, in der ich eigentlich lernen sollte, in dieses Spiel hier rein investiert habe. Es waren Unmengen. Ich weiß, dieses Game mit allen Add-ons, mit allen Erweiterungen, die das so im Laufe der Jahre erhalten hat, ist ein absoluter Zeitfresser, ist ein absolutes No-End-Game.
Dementsprechend hat man hiermit Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte zu tun und kann sich immer wieder was Neues aufbauen, kann immer wieder neue Welten anfangen. Und das ist definitiv ein Game, mit dem man gut auf einer Insel seine Zeit verbringen kann. So, das wäre Game Nummer 1. Und in Sachen Retro dachte ich mir so, was zählt denn zu Retro? Natürlich Super Nintendo, Game Boy, alles, was halt vor der aktuellen Konsolengeneration war. Und dann dachte ich mir so, ja gut. Lufia wäre naheliegend, damit habe ich Unmengen Stunden verbracht. Aber das geht auch noch ein Schnaps besser. Also bin ich in die vorletzte Konsolengeneration geraten. Und zwar zur PS3. Wie ja wahrscheinlich viele wissen, ich bin hauptsächlich PlayStation-Spieler. Deshalb für die PS3 Skyrim. Der eine oder andere wird jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Skyrim, als hätten wir es nicht schon zu tausenden Malen gehört. Ja, ich habe es bis heute nicht durch. Ich weiß, dass man auch wiederum hunderte Stunden in ein qualitativ hochwertiges Spiel reinpacken kann. In dem Falle hier die Legendary Edition mit Dawnguard, Hearthfire und Dragonborn. Ich habe bis heute nur die Standardversion gespielt und das auch nur, ich glaube, bis etwa zu einem Viertel der Main Quests und dann war immer Essig. Dementsprechend wäre das eine sehr, 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 sehr schöne Möglichkeit, das Ding hier endlich mal auf meinen, nicht mehr Pile of Shame, sondern auf den Pile of Geschafft draufzupacken. Sofern es dann nach der Insel auch wieder zurückgeht irgendwann. Ja, soviel zu meinen beiden Spielen, Minecraft und Skyrim. Meine Spiele für die Insel. In diesem Sinne übergebe ich zum Nächsten. Macht's gut. Hallo, hallo, ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zu meinen beiden Spielen, die ich mit auf meine einsame Insel genommen habe. Ich bin generell ein riesen Insel-Fan und möchte auch dieses Feeling in den Spielen weiter transportiert haben. Deswegen habe ich mich als erstes für Yoshi's Island, den zweiten Teil von Super Mario World, entschieden. Das Spiel gehört generell zu meiner Top 5 der Super Nintendo-Spiele und bietet neben der knuddeligen Grafik auch richtig geile Endboss-Kämpfe. Und ich hätte einfach mal wieder Bock, es komplett durchzuziehen. Habe ich nämlich seit meiner Jugend nicht mehr gemacht. Deswegen mit in meinem Koffer Super Mario World 2, Yoshi's Island. Auch wenn Baby Mario natürlich mal eine ordentliche Nackenschelle gebrauchen könnte, ne? Das zweite Spiel in meiner Strandtasche ist Yoku's Island Express. Natürlich auf der Switch. Denn es ist so schön, das portabel mitzunehmen und immer hier und da mal wieder ein halbes Stündchen reinzuspielen. Ich finde das Gameplay unheimlich erfrischend, weil es Flipper mit Plattformer-Gameplay verbindet, hat es eine ganz eigene und einen ganz erfrischenden Stil und hat mir in den letzten Jahren mit am meisten Spaß gemacht, was Plattformer-Titel angeht. Die ganze Atmosphäre auf der Insel ist positiv und man hat auch trotz der ganzen Probleme, die da herrschen, den Eindruck, dass alle Bewohner da uns total freundlich gesonnen sind und einfach der Hoffnung sind, dass wir als Yoku, als Neueinwanderer auf dieser Insel, die ganze Lage irgendwie auch retten können. Ja, unheimlich knuffiges und kurzweiliges Game mit auch vielen Sammelaufgaben, wodurch man die Spielzeit auch sehr strecken kann und genau das Richtige für einen langen Aufenthalt hier auf der kleinen, einsamen Insel. Vielen Dank an Retro Joe für die Einladung. Ich bin der Waldemar von Schroff gezockt. Macht's gut und genießt das geile Wetter. Hey, jetzt habt ihr gesehen, Leute, einen ganzen Haufen von meinen Kollegen haben ihre Spiele genannt, die sie mit auf die Insel nehmen würden. Ein paar richtig coole Einsendungen waren dabei. Ich möchte mich erstmal bei allen herzlich bedanken, die mitgemacht haben. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich finde das richtig cool, dass wir so viele Leute für das Projekt zusammengekriegt haben, bei diesem Video mitzuarbeiten. Und jetzt möchte ich natürlich euch meine beiden Games noch vorstellen, die ich mit auf die einsame Insel nehmen würde. Ich fange an mit dem Retro-Game und das ist, wie könnte es anders sein, Street Fighter 2 Turbo. Der gute Christoph von Christophs Man Cave hat es ja schon gesagt, Street Fighter geht einfach immer und für mich ist Street Fighter 2 Turbo, was Retro-Games angeht, das Nonplusultra. Deswegen würde ich definitiv Street Fighter 2 Turbo mitnehmen, denn das wird nie langweilig. Street Fighter 2 Turbo wird nicht langweilig und für Super Nintendo ist das der beste Teil meiner Meinung nach. Als modernes Game, das wird den einen oder anderen jetzt vielleicht überraschen, es ist kein Konsolengame, sondern ein PC-Game. Ich kann es euch leider nicht physisch zeigen, weil PC-Games gibt es ja in der Regel selten physisch. Ich hatte es damals natürlich physisch gekauft. Das Spiel ist auch schon ein bisschen älter. Eigentlich hat das auch schon 14 Jahre auf dem Buckel inzwischen. Es ist aber trotzdem ein modernes Spiel, weil es seitdem immer wieder geupdatet wurde. Wir sind jetzt gerade, ich glaube, im 7. Add-on oder im 8. sogar mit Battle for Azeroth. Und die Rede ist von World of Warcraft. World of Warcraft ist ein Spiel, das ich tatsächlich seit
fast 15 Jahren immer mal wieder für ein paar Monate spiele. Ich habe seit Open Beta damals angefangen mit World of Warcraft, habe dann die ersten 4 Jahre komplett durchgezogen, habe World of Warcraft 4 Jahre am Stück gespielt, habe dann eine ganze Weile pausiert und bin bei fast jedem Add-on mal wieder für 2-3 Monate eingestiegen. Und ich liebe einfach dieses Universum. Ich liebe die Welt, in der Warcraft stattfindet. Ich liebe die Figuren da, ich liebe die Schauplätze, ich liebe die übergeordnete Geschichte von dem Ganzen. Ich liebe auch Warcraft 2 und 3, die Strategiespiele vorher. Und World of Warcraft, auch wenn ich heute, wenn ich WoW spiele, das Ganze als Singleplayer-Spiel sehe, weil ich keinerlei Interaktion mit anderen Spielern da versuche zu pflegen, denn ich weiß, wie das ausarten kann, wenn man sich einer Gilde verpflichtet und so weiter. World of Warcraft im jetzigen Status, wie es jetzt ist, ist ein hervorragendes Rollenspiel, das man alleine spielen kann, mit fantastischem Gameplay, das seit 15 Jahren nicht an Aktualität verloren hat. Und ich liebe dieses Spiel. Und da wir ja online-fähig sein können, ist World of Warcraft mein Top-Pick für ein Spiel, das ich wahrscheinlich für den Rest meines Lebens spielen kann. Das war's von mir. Ich funk dann jetzt mal die Rettungskräfte ein. Ich habe nämlich langsam Kohldampf hier auf der Insel. Gibt's nichts zu fressen. Ich bin nicht so der beste Jäger unter den vor den Herren. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an alle teilnehmenden YouTube-Kollegen. Und was eure Games sind, die ihr mit auf die einsame Insel nehmen würdet, das will ich von euch in den Kommentaren lesen. Lasst es uns wissen. Und bis dahin, Retro Joe out. Bye, bye.